Hallo und herzlich willkommen zu unserer Serie Beziehung retten nach Untreue. Mein Name ist Tom und das Thema heute ist die 10 Gebote der ersten Stunde. Ob Seitensprung, physische oder emotionale Affäre, One-Night-Stand, der Besuch von Stripclubs oder Prostituierten, heute gehen wir darauf ein, was nach dem Auffliegen der Untreue in den ersten Tagen und Wochen empfohlen wird. Gebot Nummer 1. Volle Offenheit, Ehrlichkeit und Transparenz. Vor kurzem ist also die Untreue aufgeflogen und der Tiefpunkt der Beziehung ist erreicht. Doch ist er das wirklich? In fast allen Fällen ist das erste Geständnis nämlich nur ein Teil der ganzen Wahrheit. Der Untreue hat bis jetzt immer nur gerade so viel zugegeben, wie sowieso schon bekannt war. Auch wenn das zwar normal ist, muss jetzt sofort der wirkliche Tiefpunkt erreicht werden und die volle Wahrheit auf den Tisch. Keine Geheimnisse mehr. Offenheit, Ehrlichkeit und Transparenz sind gefordert. Offenheit heißt, die ganze Wahrheit kommt auf den Tisch. Mehr dazu auch später in den Geboten 9 und 10. Ehrlichkeit heißt, alle Fragen des Partners werden ehrlich und komplett beantwortet. Transparenz heißt, der Partner darf jederzeit wissen, wo ich bin, was ich gerade mache und wer bei mir ist. Auch zu elektronischen Geräten und meinen sozialen Medien hat mein Partner meine Passwörter und kann jederzeit sehen, was dort vor sich geht. Gebot Nummer 2. Der Untreue darf es niemandem erzählen. Der Grund dafür ist ganz einfach. Die Kontrolle darüber, wer von der Untreue erfahren darf, gehört der betrogenen Seite. Das Bekanntgeben der Untreue an Personen außerhalb der Beziehung wird von der betrogenen Seite in dieser Phase meist als sehr beschämend und kränkend empfunden. Ohne absolut ausdrückliche und gut durchdachte Einwilligung darf es deshalb keine Bekanntgabe der Untreue an Familienmitglieder, inklusive Eltern und Kindern, Freunde, Arbeitgeber, Bekannte und so weiter geben. Deshalb nochmals, der Untreue darf es niemandem erzählen, ohne Ausnahme. Gebot Nummer 3. Die Betrogene soll es nur sehr sparsam erzählen. Ich wiederhole, was ich zum Gebot Nummer 2 gesagt habe. Die Kontrolle darüber, wer von der Untreue erfahren darf, gehört der betrogenen Seite. Nur die betrogene Seite entscheidet, wem es wann mitgeteilt wird. Gleichzeitig empfehlen wir aber auch, den Kreis der Eingeweihten möglichst klein zu halten und bei der Auswahl mit größter Vorsicht vorzugehen. Nur Personen, die höchstes Vertrauen genießen, sollen überhaupt in Betracht gezogen werden. Kandidaten dazu sind die beste Freundin oder der beste Freund, Eltern oder Geschwister oder ein Therapeut. Folgende Gedanken sollten sich vor dem Erzählen gemacht werden. Hat die Person mein Vertrauen, dass sie es unter keinen Umständen weitererzählen wird? Oder besteht die Gefahr, dass im Moment eines Streites dieses Wissen als Waffe eingesetzt wird? Hat die Person mein Vertrauen, dass sie mich in meinem Interesse unterstützen wird? Oder besteht die Gefahr, dass sie mich beeinflussen wird, um ihre Lebensentscheidungen zu bestätigen? So werden zum Beispiel Singles oder geschiedene Personen unterschiedlich als verheiratete Personen reagieren. Zuletzt gibt es auch noch die Frage, ob, wann und wie es den gemeinsamen Kindern erzählt wird. Darauf werden wir aber in einem anderen Video detaillierter eingehen. Gebot Nummer 4. Der Untreue muss sofort den Kontakt zur anderen Person abbrechen. Die andere Person, das ist die Affäre oder Seitensprungperson. Die untreue Seite muss sofort jeden Kontakt abbrechen. Jeglicher weiterer Kontakt verursacht nur zusätzlichen Schmerz. Wir empfehlen, dies mit einer sachlichen Textnachricht zu vollziehen, im Sinne von: Hallo andere Person, hiermit teile ich dir mit, dass ich ab sofort auf jeglichen weiteren Kontakt in irgendwelcher Weise mit dir verzichte.
Was zwischen uns passiert ist, war unangebracht und zutiefst falsch. Ich bitte dich, diese Grenzen zu akzeptieren. Gebot Nummer 5. Der Untreue muss alle Kontaktkanäle zur anderen Person unterbinden. Es ist anzunehmen, dass die andere Person es dennoch versucht, wieder in Kontakt zu kommen. Deshalb empfehlen wir, wo immer möglich, Profile in den sozialen Medien zu löschen oder zu blockieren, Telefonnummern und E-Mail-Adressen zu ändern oder zu blockieren. Sollte die Untreue bei der Arbeit stattgefunden haben, ist es sehr zu empfehlen, den Arbeitgeber oder zumindest die Abteilung zu wechseln. Sollte die Untreue in der Umgebung des Wohnorts stattgefunden haben, ist es wohl ratsam, den Wohnort zu wechseln. Gebot Nummer 6. Vollste Transparenz bei Kontaktaufnahme der anderen Person. Auch wenn all die Maßnahmen von Gebot Nummer 4 getroffen wurden, ist es möglich, dass es dennoch für eine hartnäckige andere Person möglich ist, einen Kontakt herzustellen. Sollte die andere Person in irgendeiner Weise erscheinen oder auftauchen, gelten die folgenden Schritte. Keine Reaktion und keine Interaktion, das heißt sofortiges Weglaufen, sofortiges Aufhängen des Telefons, keine Antwort auf elektronische Nachrichten. Sofortige Mitteilung an die betrogene Seite. Beweise nicht löschen. Maßnahmen erarbeiten, um solchen Kontakt in der Zukunft zu verhindern. Gebot Nummer 7. Die Betrogene soll keinen Kontakt zur anderen Person aufnehmen. Aus verständlichen Motiven gibt es in der Tat gute Gründe, den Kontakt aufzunehmen. Zum Beispiel will die betrogene Seite von der anderen Person erfahren, ob der Partner wirklich ein volles Geständnis abgelegt und zur Affäre die ganze Wahrheit gesagt hat. Oder man will seinem Ärger Luft verschaffen und der anderen Person die Meinung sagen, sie beschimpfen oder zur Rede stellen. Bei all diesen Dingen kann die betrogene Seite leider nur verlieren, denn wäre die andere Person ein ehrlicher und guter Mensch mit Integrität, wäre sie nicht ein Teil einer Affäre gewesen. Die Hoffnung also, von einer unehrlichen und egoistischen Person ehrliche Auskünfte zu erhalten, wird in 99% aller Fälle enttäuscht. Genauso hält es sich mit Reue. Die Hoffnung von einer unehrlichen und egoistischen Person, eine Entschuldigung zu erhalten, wird in 99% aller Fälle enttäuscht. Im Gegenteil, es sind vielmehr Gegenangriffe unter der Gürtellinie zu erwarten, die zusätzlichen Schmerz verursachen. Die Motive der anderen Person, die, wie gesagt, unehrlich und egoistisch ist, sind zu diesem Zeitpunkt wohl nie Heilung, Hilfe oder Ehrlichkeit. Vielmehr kann die andere Person Interesse an einer Trennung haben, sei es aus Ärger oder weil sie noch immer Hoffnung hat, den Partner auszuspannen. Zusammengefasst lässt sich also sagen, alles, was die Betrogene von der anderen Person hören wird, sind weitere Lügen, Unehrlichkeit, persönliche Angriffe oder Manipulationen. Das hilft nichts. Gebot Nummer 8. Keine grundlegenden und überhasteten Lebensentscheidungen fällen. Untreue stellt das Leben beider Parteien auf den Kopf. Die Beziehung ist in einer Notlage. Der Untreue und die Betrogene befinden sich in einer akuten Stresssituation, in der meist beide Angst vor Trennung und Angst vor der Zukunft haben. Materielle Liebesbeziehungen im realistischen Rahmen haben hier durchaus eine Berechtigung. Grundlegende Lebensentscheidungen sind jedoch nicht empfohlen. Wie unter Gebot 5 gesagt, Kontaktstopp zur anderen Person kann einen Umzug oder Jobwechsel erfordern. Dies sollte jedoch nur im Notfall geschehen. Ansonsten ist nun der volle Fokus auf die Beziehung zu legen. Ein weiteres Kind, ein Hauskauf mit Umzug, eine berufliche Umorientierung oder ähnliche Projekte absorbieren Energie, die für die Heilung der Beziehung benötigt wird. Heilung passiert nicht, Heilung wird erarbeitet. Wenn also andere Dinge von Heilung ablenken, kann dies zwar vorerst
zu etwas Stabilisierung beitragen. Langfristig findet aber die Heilung nicht statt und die Beziehung bleibt in einem ungeheilten Spannungsfeld stecken. Dies wird sich später rächen. Gebot Nummer 9. Start der Arbeit an einer vollständigen therapeutischen Offenlegung. Die Betrogene hat das Recht auf die volle Wahrheit. Der Untreue hat die Pflicht, die volle Wahrheit zu liefern. Das Was und Wie der Wahrheit sollte aber, wenn möglich, in der Form eines therapeutischen Geständnisses erbracht werden. Aber was heißt das genau? Ein therapeutisches Geständnis liefert das Format für die Mitteilung der Wahrheit. Es gibt professionelle Therapeuten, die dabei helfen. Es gibt Online-Ratgeber, die helfen. Und wir bei Better Life helfen auch gerne. Kurz zusammengefasst liefert die therapeutische Offenlegung eine Zusammenfassung, die folgende Aspekte für jeden Untreuefall detailliert auflistet. Was, von wann, bis wann, wie oft und mit wem. Details zu finanziellen Ausgaben, rechtlichen Folgen und gesundheitlichen Folgewirkungen. Und das Datum des letzten Fehlverhaltens. Die therapeutische Offenlegung beinhaltet hingegen keine Punkte zu Gefühlen, Absichten oder Ausreden. Dafür gibt es andere Wege. Und nochmals, die Betrogene verdient diese Wahrheit. Gebot Nummer 10. Verifizierung der therapeutischen Offenlegung mit einem Lügendetektor. Gebot Nummer 10 ist oft umstritten. Die Wirkung und Aussagekraft von Lügendetektoren wird gerne angezweifelt, vor allem auch, da sie in deutschsprachigen Ländern keine rechtliche Basis liefern können. Trotzdem empfehlen wir aber ausdrücklich, die therapeutische Offenlegung mit einem Lügendetektortest zu verifizieren. Die betrogene Seite, die oft während Monaten oder Jahren belogen und hintergangen wurde, braucht die Gewissheit, dass sie nun die volle Wahrheit weiß und dass es seit dem ersten Geständnis keine weiteren Verfehlungen mehr gegeben hat. Auch wenn ein Lügendetektor nur ca. 95% richtig liegt, so ist dies schon einmal unendlich viel mehr als bloße verbale Bezeugungen, Versprechungen und Schwüre. Gerne helfen wir bei Better Life bei der Auswahl des Lügendetektoranbieters und bei den Vorbereitungen zum Test. Sollte euch dieses Video gefallen haben, so abonniert doch bitte unseren Better Life Channel, den wir laufend mit neuen Informationen und Videos ergänzen. Und besucht uns doch bitte auch auf www.betterlife.li. Dort findet ihr aktuelle Daten und Informationen zu unseren Kursen, die wir für Betrogene und Untreue anbieten und in denen all diese Themen noch viel detaillierter und persönlicher besprochen werden. Es wäre uns eine Ehre, an eurer Heilung mitwirken zu dürfen. Danke und tschüss.